Yusuf genoss die ganze Zuneigung und das Interesse dieser Familie. Mit den Jahren wuchs er zu einem schönen Mann heran. Die Frau des Wesirs war von seiner Schönheit sehr beeindruckt. Sie verliebte sich in ihn und konnte ihre Gefühle nicht unterdrücken. Wenn sie Yusuf einmal nicht sehen konnte, war sie wie betrunken. So wurde sie immer unbeherrschter. Und eines Tages kam es so weit, dass sie sich ihre schönsten Kleider und Schmuck anzog und ihm offenbarte: »Ich liebe dich, Yusuf. Du kannst mich beleidigen, wie du willst. Ich bin dir ganz zugetan«, sagte sie zu ihm. Yusuf sah ihre Schönheit, doch er war sehr beherrscht und dachte bei sich: »Allah war mir gnädig und rettete mich aus dem Brunnenschacht. Dann brachte er mich zu einer wohlhabenden Familie, die mich wie ihren eigenen Sohn behandelte. Wie unverschämt wäre es von mir, all seine guten Taten und Gnade zu vergessen und der Versuchungen des Satans zu erlegen. Was diese Frau mir anbietet, ist gegen den Willen Allahs. Ich will nicht einer der Ungehorsamen sein.« Er wandte seine Blicke von der Frau ab und sagte: »Allah möge mich beschützen. Dein Mann ist mein Dienstherr. Seit vielen Jahren lebe ich in seinem Haus und esse von seinem Brot. Wie kann ich mich so undankbar verhalten? Ich kann mich gegen Allah nicht auflehnen.« Yusuf drehte sich um und lief zur Tür und rannte davon. Die Frau fühlte sich aber beleidigt und gedemütigt, weil Yusuf so unverschämt gewesen war und sie abgelehnt hatte. Und so rannte sie ihm hinterher. Im letzten Moment erwischte sie Yusufs Hand und hielt sich daran fest und es riss. In diesem Augenblick kam der Wesir dazu.